Hallo alle und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Applied Analytics 2 Tutorial. Heute geht es um den Light Detecting Fixture. Wird hergestellt aus einem Iron Ingot und einem Nether Quartz. Und der Light Detecting Fixture reagiert oder funktioniert ähnlich wie ein Tageslichtsensor, kann man sagen. Und gibt ein bestimmtes Redstone Signal aus, je nach der Tagesform oder Tageszeit im Grunde genommen. Wir sind jetzt hier, momentan sind wir bei Power 9, da sehen wir, das heißt Licht ist an. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir gehen mal auf Night, dann sind wir hier bei Power 5. Das bedeutet, wir haben ein ein geringeres Redstone-Signal und können damit auf jeden Fall dann am Ende schöne Redstone-Bastel-Line auf jeden Fall damit machen. Und das ist auf jeden Fall das, was das Light-Detecting-Fixture ganz einfach macht. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis demnächst. Ciao.